Erster mysteriöser Facebook-Post: Florian Silbereisen ist jetzt mit anderem Musikstar zusammen. Ein mysteriöser Facebook-Post beschäftigt die Fans. Ist Florian Silbereisen mit einem anderen Musikstar zusammen? Jetzt herrscht Klarheit. Spremberg Franziska, die neue Liebe von Florian. Das ist seit dem 20. Dezember auf einer Florian Silbereisen Fanseite bei Facebook zu lesen. Dazu in den Kommentaren noch durch den Betreiber, offiziell im Januar. Das wäre weiter nicht berichtenswert, Gerüchte um Star-Beziehung gibt es schließlich viele. Und es handelt sich um eine vergleichsweise kleine Seite mit rund 2800 Fans. Doch das Gerücht hat sich seitdem verselbstständigt und ist in verschiedenen Medien gelandet. Zudem hat sich jetzt jemand die Mühe gemacht, der Sache auf den Grund zu gehen. Genauer gesagt, die Lausitzer Rundschau. Denn bei besagter Franziska handelt es sich um Schlagersängerin Franziska Wiese 32. Sie kommt aus dem Ort Spremberg in der Lausitz. Ihre Mutter, die sich gleichzeitig um die Buchung ihrer Auftritte kümmert. Hat in der 25.000 Einwohner Kleinstadt das Geschäft Molly Moden. Und wundert sich auch zutiefst über die Spekulationen zu ihrer Tochter. Mich haben schon mehrere Kunden darauf angesprochen, so Manuela Wiese. Dass Franziska und Florian Silbereisen ein Paar sein sollen, ist ein Gerücht. Sie spricht Klartext, dass Franziska und Florian Silbereisen ein Paar sein sollen, ist ein Gerücht und nicht wahr. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich ein Elternteil zu einer möglichen Beziehung des Sprösslings äußert. Der Papa von Thomas Seidel war es, der dessen Beziehung zu Helene Fischer offiziell bestätigt hatte. Nur dass Helenex Florian Silbereisen jetzt mit Franziska Wiese zusammen sein soll, das stimmt offenbar nicht. Wer diese Gerüchte in die Welt setzt, weiß ich nicht. Es erstaunt mich, dass viele Medien dies ungeprüft weiter verbreiten, wundert sich Manuela Wiese. Florian Silbereisen und Franziska Wiese kennen sich gut. Sich Florian Silbereisen und Franziska Wiese gut kennen, ist allerdings verbrieft.
Lucy trat bereits in dessen Art Show auf, sang auch mit ihm gemeinsam. Begleitete ihn bei Konzerten in verschiedenen Ländern. Ach, schön wäre es schon, wenn die Sprembergerin mit Florian Silbereisen zusammen wäre, denkt sich mancher vor Ort. Es passen sollte, warum nicht? Wo die Liebe eben hinfällt. Meint Yvonne Rauschulz aus dem örtlichen Restaurant Hühnerstall. Sogar mit dem Spremberger Altbürgermeister Dr. Klaus-Peter Schulze sprach die Lausitzer Rundschau. Er will das Gerücht um Franziska Wiesen und Florian Silbereisen nicht kommentieren, erinnert sich aber gut an die heute 32-Jährige. Sie war nämlich im dortigen Rathaus Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellte. Sie sei eine sehr fleißige und engagierte Auszubildende gewesen. So Schulze. Jetzt also die Gesangskarriere für Franziska Wiese, deren Markenzeichen die Violine ist. Mit Alles Weiß hat sie inzwischen ihr zweites Album veröffentlicht. Weitere Auftritte mit Florian Silbereisen könnten folgen, allerdings eben nur berufliche und keine privaten. Zweite Helene Fischer Florian Silbereisen, Hochzeitssensation auf dem Traumschiff. Florian Silbereisen wagt einen Neuanfang auf hoher See. Bekommt er dabei Begleitung? Ahoi und herzlich willkommen auf dem Traumschiff, Florian Silbereisen. Jetzt ist es offiziell, Florian Silbereisen wird der neue Kapitän der ZDF-Erfolgsserie. Folgt damit auf Sascha Hinsegs 4, der im Mai 2018 seinen Abschied verkündete. Was für ein Ritterschlag! Diese Rolle ist für mich eine Herzensangelegenheit, freut sich Florian. Traumschiff hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle auch lebt und voll hinter der Serie steht. Er wird ein toller fünfter Kapitän auf der Armada. Das findet auch Florians jahrelange Traumfrau Helene Fischer. Sie freut sich für ihn, ist stolz. Das Paar trennte sich Ende 2018, feierte dann seine wunderbare Versöhnung vor laufenden Kameras in Florida. Die beiden verstehen sich blendend. Und Helene betonte schon 2018.
Nichts und niemand kann uns erschüttern. Offenbar auch nicht die Turtleider-Sängerin mit ihrem Akrobaten Thomas Seitel 35. Florian Silbereisen und Helene Fischer verbindet einfach so viel mehr. Sticht Florian Silbereisen nicht allein in See? Der Zeitpunkt für Florians Dreharbeiten könnten nicht besser gewählt sein. Sie dauern von Februar bis April 2019, erfahren wir vom ZDF. Sie geht nach Antigua und Kolumbien. Traumziele für zwei Menschen, die sich nahestehen. Wird Helene ihn begleiten? Urlaub hat sie. Die Schlagerkönigin, ich werde mich ein bisschen zurückziehen. Sicher wäre es kein Problem, dass man ihr eine schöne Kabine auf dem Schiff reserviert. Ein paar Wochen Sonne, Meer und Amore, wo könnte Helene besser entspannen? Wenn nicht auf dem Traumschiff mit ihrem Seelenverwandten Florian? Weit weg von Deutschland könnten sie durch Admin über alles reden und ihre Zukunft planen. Und wer weiß, vielleicht ergattert sie sogar eine Nebenrolle. Und es gibt es eine Traumhochzeit auf hoher See mit Kapitän Flori. Weiß.